Jo, gefährlich ist, wenn die Dummheit herrscht. Huiuiuiuiui, obwohl ich das Wort gar nicht mag. Heute sage ich Hallo, hallo. Ich bin mit der Joya heute in einer Sendung. Sag Hallo, Joya, Freiheit und Verantwortung hier auf OKitalk. Schön, dass wir heute zusammen sind, Joya. Ja, finde ich auch fein, dass wir das zusammen besprechen. Für mich ist das ja ein bisschen so der Abschlussbericht einer langen, langen Geschichte. Und ich habe auch ganz bewusst diesen Song ausgewählt, der zwar sehr provokativ ist und dennoch, muss ich sagen, diese Erfahrungen vor allem der letzten Tage und Wochen, die lassen mich schon sehr, sehr zweifeln an dem, was da hier so passiert in unserem schönen Österreich. Und ja, spannend ist für mich, dass es nicht zu greifen ist, wer ist eigentlich derjenige, der wirklich verantwortlich ist für diese Verrücktheiten, die hier abgehen. Ich glaube, so, da will sich keiner angesprochen fühlen. So kommt mir das immer vor. Ja, absolut. Wobei dieses Thema, das hat ja bei mir schon vor langer, langer Zeit begonnen. Also ursprünglich ging es da um eine neue Form von Bildung zu Hause. Eine Sache, die, glaube ich, in unserem gesetzlichen Rahmen durchaus ihren Platz finden könnte, wenn es denn Kooperationsbereitschaft gäbe. Sage ich einmal so, ja. Ja, für mich stellte sich immer die Frage, warum gibt es keine Kooperationsbereitschaft? Woran liegt es, so die Hintergründe mal zu sehen? So kommt es mir vor, dass man nach außen hin die Fassade immer so schön aufrechterhalten möchte für die Gesellschaft. Und letztendlich, wenn man dann von unten herab einmal Briefe schreibt oder mal telefoniert, E-Mails oder sonstiges, ja, da kommt so gut wie nichts bei rum. Nicht so gut. Das heißt nicht, dass alles nicht bearbeitet wird, aber irgendwie wird das so ein bisschen an die Seite geschoben und weggedrückt oder so. So kommt mir das vor. Naja, vor allem wenn es um Themen geht, die halt politisch nicht gewollt sind. Also das ist so ein bisschen der aktuelle Status, ja. Bei uns ging es konkret darum, dass ich heute noch der Meinung bin, ich habe mich an die bestehenden Gesetze gehalten. Allerdings ist der Interpretationsspielraum bei diesen Gesetzen eben so weit gestreut, dass im Zweifelsfalle die Rechtsmeinung der Behörde gilt. Ja. Das war so die Vorgeschichte dazu. Ja, für die Zuhörer, auf dem Sendeplan steht ja, unsere Joya musste gestern mal irgendwo hin. Und das irgendwo hin erzählt sie euch ja jetzt mal, oder, Joya? Ja, ich muss dazu sagen, also ich habe es ganz bewusst einfach wissen wollen, ob es bis zur Spitze getrieben wird. Spitze hat für mich geheißen, entweder ich zahle eine Strafe für etwas, wo keine Schuld dahinter ist, oder ich wäre unter Androhung von körperlicher Gewalt, darauf läuft es letztendlich raus, tatsächlich meiner Freiheit beraubt und zu einer Ersatzfreiheitsstrafe vorgeführt. Und ja, das habe ich gestern erlebt und ich kann nur sagen, trotz wirklich sehr, sehr positive Gespräche mit allen Beteiligten, die ich da auf diesem Weg getroffen habe, hat es letztendlich dazu geführt, dass wir ja dann halt mit 2-Mann-Eskorte insgesamt, glaube ich, 2 Stunden unterwegs waren, viele Formulare ausgefüllt haben, ich dann tatsächlich ein Polizeianhaltezentrum von innen gesehen habe. Und ich muss sagen, also durch Einwirken von vielen Freunden und Bekannten, die dann gesagt haben, naja, dass du es nicht zahlen willst, verstehen wir, aber wir unterstützen dich da einfach und zahlen halt einmal ein bisschen was ein. Es waren dann viele, viele Einzelbeträge, die auf das Konto der Bezirkshauptmannschaft eingegangen sind. Also es war schon dann auch ein bisschen Schmäh dahinter, ein bisschen Aktivismus dahinter und letztendlich auch von meiner Seite muss ich sagen, ich wollte es ihnen nicht leicht machen, ja. Ja, darf man fragen, ja, wie wurde diese Strafe, so sage ich jetzt mal, dieses Wort angerechnet? Und es war ja ein Betrag offen, vielleicht magst du auch einen Betrag nennen, ich weiß es nicht. Und was sind für Eingänge gegangen und nach welchen Kriterien vom Betrag her aus wird dann sowas berechnet, wie lange du dann weg bist von zu Hause? In einem anderen extern gelegenen Örtchen. Das war ja auch mit ein Grund, warum ich es machen wollte. Ich wollte wissen, wie das funktioniert, wie es läuft. Also konkret muss ich ganz kurz die Vorgeschichte nochmal zusammenfassen. Ja, also wir haben
meine Tochter im häuslichen Unterricht gehabt, insgesamt 8 Jahre lang, hat immer wunderbar funktioniert. Wir haben dann auch passende Partnerschulen gefunden, bei denen wir die externe Begleitung hatten und auch dann ein Zeugnis bekommen haben am Jahresende. Hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, als eines Tages dann die Behörde sagt, nein, diese Schule dürft ihr nicht nehmen, ihr müsst zu einer gehen, die wir euch vorschreiben. Und bei mir war dann einfach so dieses Unverständnis und ich sagte, naja, warum? Ich kann mir ja normalerweise die Schule aussuchen, wo mein Kind täglich hingehen würde. Warum kann ich nicht auch meine Brückenschule aussuchen? Und so hat dann begonnen ein langer Weg mit Schulbehörden durch alle Instanzen, Volksanwaltschaft bis zu dem Punkt, dass eben genau diese Situation eingetreten ist. Es gibt ein Gesetz, das lautet so und so, das kann man so auslegen oder so. Das Ministerium meinte, die Behörden haben das Recht, eine Brückenschule zuzuweisen. Wir meinten, nein, da im Gesetz steht drinnen, freie Schulwahl bei allen öffentlichen und mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Privatschulen. Und damit das endlich geklärt wird, hat es dann geheißen, okay, irgendjemand muss zum Verwaltungsgerichtshof und diese Rechtsfrage klären. Und das haben wir damals beschlossen. Sagen wir, okay, Lisas letztes Schuljahr, wir machen das jetzt. Haben dann Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof eingebracht. Wurde auch angenommen zur Behandlung, allerdings ohne aufschiebende Wirkung. Das heißt, die Konsequenz wäre gewesen, dass meine Tochter ihr letztes Pflichtschuljahr in einer Schule verbringen hätte sollen. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, nein, diese Anordnung befolgen wir nicht. Wir sind jetzt seit 3 Jahren in diesem Hin und Her. Bis jetzt gibt es immer noch keine Lösung. Jetzt machen wir es nicht, schauen wir, was passiert. Ja. Daraufhin folgten Gespräche mit wieder den Schulbehörden, mit dem Jugendamt, mit dann den Strafbeamten in der Sicherheitsabteilung der BH Leibniz. Also es waren unglaublich viele Menschen damit beschäftigt zu schauen, wie lösen wir diese Situation, die eigentlich keiner von uns wollte. Vielleicht irgendjemand im Ministerium, der dann letztendlich meinte, das muss jetzt so sein, aber alle anderen, die wirklich direkt involviert waren, haben nur den Kopf geschüttelt und gesagt, wie kommen wir da jetzt wieder raus, ja? Naja, und letztendlich hat es dann zu einer Verwaltungsstrafe geführt. Also ich wurde dann beschuldigt, dass ich meine Tochter nicht gemäß Weisung der Schule zugeführt hätte, woraufhin ich wieder Stellungnahmen abgegeben habe, Strafe beeinsprucht und hin und her. Also ewiges Theater, wirklich jahrelang. Man muss dazu sagen, diese Strafe stammt aus dem Jahr 2012. Jetzt haben wir Herbst 2014. Bis zum Februar 2014 hat der Verwaltungsgerichtshof gebraucht für seine Entscheidung. Ebenso der Landesverwaltungsgerichtshof, der über den Einspruch auf die Verwaltungsstrafe entschieden hat. Also ewige Zeiten, mittlerweile alles schon längst vorbei. Lisa ist fertig mit der Schulpflicht. Auf jeden Fall im Frühjahr dieses Jahres, also habe ich also mitgeteilt bekommen, alle meine Einsprüche wurden abgewiesen und ich hätte jetzt die offenen Verwaltungsstrafen zu bezahlen. Und was das Allerbeste ist, der Verwaltungsgerichtshof hat entschieden, dass die Frage dieser freien Schulwahl nicht zu klären sei. Und das war bei mir dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, und jetzt reicht's mir, ich zahle sicher keinen einzigen Cent dafür, dass das passiert ist, ja. Also dann sagt der Verwaltungsgericht, diese Frage sei gar nicht jetzt klärbar letztendlich, aber da beruft sich ja das Ministerium oder wer auch immer da das zu verantworten hat, ganz einfach auf die Gesetzeslage, obwohl das Bundesgerichtshof letztendlich ganz anderes sagt. Das kann man nicht klären, das heißt, es ist richtig und auch nicht falsch letztendlich. Also müsste man das politisieren und bestehendes Recht, so sagt das System, hat dann halt Gültigkeit, obwohl der gesunde Menschenverstand sagt, jedes Menschen, naja, ist ja eigentlich nicht richtig oder falsch, was wir jetzt tun. Entscheide ich jetzt nach dem System oder entscheide ich über eine Person letztendlich? Eigentlich dürfte man in dem Moment gar nicht weiter entscheiden, sondern erstmal gewähren lassen, so glaube ich, erstmal so für mich. Naja, und vor allem ins Gespräch gehen und Lösungen finden. Ne? Also das ist das, was ich ja sehr spannend finde, dass in all diesen Jahren, und das hört ja nicht auf, ja, es gibt ja heute immer noch Freilernerfamilien, die keine Lösung für diese Prüfungsthematik haben. Ja? Und das ist wirklich einfach ein schweres Versagen, finde ich, von den Verantwortlichen oder von denen, die meinen, dass sie das verantworten dürfen.
Und letztendlich landet es dann an den untersten Ebenen der Verwaltung und das ist dann eben die Sicherheitsabteilung der Bezirkshauptmannschaften und dann bis zum letzten eigentlich die Polizei, ne? Ja, und vor allem, du sagtest ja, es sind ja einige, viele Familien auch davon betroffen. Also ist das schon ein ernstes Thema, was man eigentlich öffentlich dann auch tragen sollte. So glaube ich. Ja, ich meine, also das Positive ist, dass der ORF uns schon zugesagt hat, eine ausführliche Reportage über das Thema zu machen. Sehr gut ist auch, dass natürlich durch meine Aktion jetzt auch wieder viel Aufmerksamkeit dorthin gerichtet wurde. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, diese Geschichten zu erzählen. Und für mich selber war es jetzt auch sehr wichtig zu schauen, inwieweit bin ich erpressbar, inwieweit stelle ich mich diffusen Ängsten, die da natürlich auftauchen, also bei dem Gedanken, jetzt kommt irgendwann die Polizei und führt mich ab und sperrt mich weg, ja. Also das war schon wichtig auch für mich zu tun. Und ja, also die Größenordnungen, um die es da geht, die werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen genauer beleuchten, weil das ist nämlich dann das, wo der Wahnsinn wirklich zuschlägt und die Dummheit, ja. Also die Verwaltungsstrafe, um die es da jetzt konkret gibt, das waren 135 € oder 24 Stunden. Ja, das heißt letztendlich, der Polizeieinsatz und das ganze Papier und das Stempeln und das Erarbeiten, wir kennen ja Behörden, wie hoch sie schnell mal eine Rechnung stellen, hat ja erstmal viel, viel mehr gekostet wie 134 €. Allerdings, auf der anderen Seite sagt sich der Staat dann auch, naja, wenn wir wegen solcher Kleinigkeiten nicht konsequent sind, ja, dann wird das ja jeder tun letztendlich. Und wir müssen halt bestrafen, ganz egal, ob es 5 € sind oder 100 € sind. Wie hast du dazu eine Stellung, Joya? Ja, natürlich geht es ausschließlich darum, meiner Meinung nach, weil alles andere würde für mich wirklich keinerlei Sinn ergeben. Ja, genau, und so funktioniert dann wohl unser Staat. Allerdings sehe ich immer die Menschen erstmal im Hintergrund, mit welcher Intuition sie dazu getrieben sind, ihre Handlungen zu tun. Ich finde, man muss sich jeden Menschen mal genauer anschauen. Das war in den Spitälern schon so. Man bekommt eine Diagnose, bum, bum, fertig, ne? Aber das, was der Mensch oder auch die Angehörigen dahinter betrifft, wie die Familiensituation sich wirklich herauskristallisiert, wie sie wirklich ist, da wird immer drüber weggeschaut. Ich sage immer, wir sind alles Individuum und wir sollten mal hinter jedem Schicksal auch mal nachschauen, was ist daran? Nur weil die Gemeinschaft so momentan funktioniert, weil das ja angeblich normal ist, die Norm, muss das aber nicht normal sein. Denn die Normalität ist immer im Auge des Betrachters zu sehen, wie die Medien uns prägen, wie wir manipuliert und ja, wie auch immer manifestierte Meinungen in die Gesellschaft reinsetzen. Und dann muss das maßgebend sein für die ganze Masse. So kommt mir das vor. Natürlich, das ist das eine Problem, ne, dass es sehr leicht ist, an Bestehenden, selbst wenn es sich bereits als schlecht erwiesen hat, festzuhalten. Das ist immer einfacher. Aber ich meine, gerade im Bereich Bildung, ja, da wird seit Jahrzehnten über die Missstände gesprochen, dass wir dringend Erneuerung brauchen, dass wir dringend unseren Kindern was Besseres bieten müssen als das, was jetzt ist, ja. Ich möchte das überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Es gibt sicher auch viele engagierte Lehrer und Schulen, in denen es halbwegs funktioniert. Aber normalerweise müsste ja eine Regierung oder ein Verwaltungsapparat, das wirklich das Wohl der Menschen vor Augen hat, müsste ja jede Initiative begrüßen und unterstützen, die da vielleicht neue Impulse bringt. Und das ist das, was mich auch sehr enttäuscht. Ja, die Enttäuschung kann ich total verstehen und das sollte der Impuls der Regierung sein. Aber wenn man so in die Medienlandschaft schaut, in Deutschland ja, sind die Impulse anders momentan gestrickt und gesetzt, wie diesen Punkt ja, ernsthaft in die Gesellschaft zu pflegen. So sehe ich das. Ja, aber da sind wir wieder bei der Verantwortung von uns Einzelnen. Wir sind die Auftraggeber eines Staates, wenn wir das schon so wollen. Wir sind auch diejenigen, die Gehälter all dieser Verwaltungsbeamten und Politiker und wer sonst noch immer da mitmischt, bezahlen. Und wenn die ihren Job nicht ordentlich machen, dann müssen wir ihnen eine Kündigung aussprechen. Definitiv. Und zwar, ja. Jeder natürlich nach seinem persönlichen Wohlbehagen, aber ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir einfach immer wieder mal ganz laut und deutlich Nein sagen, ja.
Ja, das glaube ich auch. Ich sage ja, das glaube ich auch. Ja, man sollte nein sagen dürfen. Und man muss ja auch mal für sich mal versuchen zu verstehen, was eine parlamentarische Demokratie bedeutet letztendlich. Wenn man jetzt mal die 80er Jahre mit dem Jahre 2014 vergleicht, sei es Österreich, Deutschland, ja, da sieht man auch einen Wechsel, nur zumindest die Menschen, die Baujahr, sag ich mal, 70 und älter sind, haben diesen Wechsel wirklich live erleben können. Wenn man ein bisschen mitlebt in der Gesellschaft und hinschaut, sieht man, dass da ein enormer Wechsel ist. Mir fällt immer wieder auf, wo Parteien sind, gibt es Streitereien. So bin ich aufgewachsen worden. Das hat man mir auch immer gesagt. Und deswegen sind in einer dieser Art von Demokratie Entscheidungen so schwierig zu fällen. Und ich sage ja, ich bin ja niemals ein Parteifreund und ich wünsche es mir, dass ein Politiker, ein Volksvertreter, der das Vertrauen bekommt, anhand seiner Ziele, bitte dementsprechend seines Amtes treu sein darf und auch dort seine Ziele bewegen sollte. Und so finde ich diese Art von momentaner Politik, die ich jetzt seit 1966, wo ich auf der Welt reingeboren bin, doch überdenkungsbedürftig. Das ist meine Meinung dazu. Naja, es ist auch natürlich, glaube ich, notwendig, sich die Frage zu stellen, wo führt das noch hin, ja? Also, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein extrem friedliebender Mensch und immer darauf bedacht, Lösungen zu finden, die alle mit einem guten Gefühl zurücklassen, ja? Bin auch gerne bereit, Ängste oder Befürchtungen von jemandem anderen wahrzunehmen und die auch mit zu berücksichtigen, ja? Einfach zu schauen, wo kann ich auch ein Stück weggehen von meinen Vorstellungen? Wie findet man einfach was, womit es allen gut geht? Und wenn das aber einfach nicht möglich ist, das ist ein unglaublich frustrierendes Gefühl, ne? Ja, vor allem sprichst du wieder das Thema auch Angst ein, wo einige Menschen ähnliche Situationen momentan jetzt auch live erleben. Das heißt, jetzt auf unterschiedlichster Basis von deiner Situation mit der Schule, andere Menschen vielleicht, weil sie ein Strafmandat nicht zahlen können. Das Geld wird immer weniger in der Gesellschaft von unten herab gesehen. Heute sehe ich in Facebook oder auch in anderen Medien, dass die Österreicher so arm sind wie lange nicht mehr zuvor. Eigentlich müsste jeder jüngere Österreicher, also armer Österreicher, 5.000 Euro bekommen, um die Situation wieder dementsprechend zu richten, dass die Wirtschaft ein bisschen angekurbelt wird. Es geht immer nur ums Geld. Die Verteilung ist nicht richtig und sie ist nicht gerecht. Und ja, die Banken kennen wir eh. Viele, viele Themen, die uns alle irgendwo ja in unserem Hamsterrad gefangen halten. Und das sagt mir immer aus, dass die Regierungen wissen und dass selbst der Politiker, wenn er wirklich ein Politiker ist, selbst nicht mehr richtig Politik machen darf, weil er selbst auch ferngesteuert oder fremdgesteuert ist durch das Konstrukt der Europäischen Union. Na, man kann das so weit ausweiten. Ja, es wird Zeit, dass man irgendwo die Ketten mal sprengt und mal sich löst von dem ganzen verfahrenen, eingefahrenen System, so glaube ich. Und es wird Zeit, dass die Regierungen sich da wirklich ernsthaft mal wirklich mit auseinandersetzen, auch mit Menschen, die schon alternativ was anderes vorleben. Es sind ja viele Menschen auch in Österreich, die verschiedenste Projekte schon vorleben. Und man kann es ja sehen, sei es lebenswertes Leben oder Günther P. Hahn, der anderweitig unterwegs ist, oder ein Sepp Holzer auf dem Permabauersektor unterwegs ist, oder ein Professor Dr. Franz Hörmann, oder wie sie auch alle heißen. Man muss das einfach auch mal hinterleuchten. Man kann das nicht einfach nur wegdenken, sondern ich finde, die Verantwortung des Politikers sollte auch mal sein, Stopp zu sagen, ja, irgendwas ist hier schon nicht richtig. Was kann uns denn jetzt wirklich für die Gesellschaft nachhaltig vielleicht auch dementsprechend in einer anderen Bewegung hereinbringen? Aber das ist die Kette, die gefangen ist, weil der Politiker nicht mehr der Politiker wahrscheinlich sein kann, wie er sich vielleicht früher, wo er den Weg beschritten hat, sich das anders vorgestellt hat. Ja, wobei, man das, es geht gar nicht nur um die Politiker, eigentlich jeder Einzelne. Wenn ich mir anschaue, was für ein Aufwand da jetzt betrieben worden ist, ja, um diese 135 Euro von mir einzutreiben. Wenn man diese Ressourcen, diese Zeit, diese Energie dafür genutzt hätte, sich wirklich mit den schwerwiegend anstehenden Themen, die wir in unserer Gesellschaft dringend zu lösen haben, wenn man das da investiert hätten, hätten wir alle viel mehr davon gehabt, oder?
Ja, schon, sicherlich, ne? Wie gesagt, der Staat reagiert aufgrund dessen ein bisschen anders. Joya, er hat ja ganz egal, welche Verwaltungsstrafe man hat, 10 Euro, 50 Euro. Aber ich verstehe dich vollkommen. Vielleicht mag ja auch mal ein Zuhörer raufkommen und vielleicht auch mal seine Meinung uns kundgeben. Herzlich willkommen bei OkiTalk. Einfach in den Wartebereich rein und da sehe ich die Anja. Wollen wir mal die Anja begrüßen. Hallo Anja. Na, Mensch, ich habe schon drauf gewartet. Hallo, Joja. Hallo. Erstmal toi, 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 gut gemacht. Ihr sprecht Angst an und auch irgendwie ja eine Form von Dynamik, die die Politiker nicht mehr haben. Ja, sorry, wo ist unsere Dynamik? Also, wenn ich meine Lebensjahre nehme und Revue passieren lasse und auch die Menschen, die ich so kenne und was auch im politischen Fernsehen rauf und runter, egal was passiert ist, wo war unsere Dynamik? Wir haben doch alles das zugelassen, immer schön Ja gesagt, den Diener gemacht und alles mit uns machen lassen. Sprich, etappenweise kann ich denen da oben noch nicht mal böse sein. Wir haben die verwöhnt. Wir haben verlernt, wirklich mal Stopp zu sagen, bis hierhin uns reicht. Wir haben die Verantwortung für unser Leben eigentlich mehr oder weniger schon in ihre Hände gelegt, nach dem Motto, bitte da nimm, ich habe keinen Bock drauf. Und was ist das Ergebnis? Die machen mit uns den Mulli. Ja, Joya hat ja das angesprochen, dass wir Menschen uns bewegen sollen. Ich bin ja mehr in die Hinterfragung gegangen. Und Joya sagte, dass wir Menschen da schon ein wenig mehr aktiv werden sollen. Richtig, Joya? Natürlich, letztendlich kann so eine Veränderung immer nur von den Menschen direkt kommen. Ich glaube eben, so wie die Anja sagt, es ist so sehr stark hineinmanipuliert und erzogen in die Köpfe, dass es sicher andere gibt, die das besser entscheiden können, ne? Und ja, die Einschränkung der individuellen Freiheit für diejenigen, die die Verantwortung aber selbst behalten wollen, also die werden immer weniger, ne? So wie wir's sehen. Ja, aber nicht nur das. Mir ist eingefallen, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber jetzt mal gerade, mich würde eure Meinung dazu interessieren, weil auch gerade das Thema Facebook gekommen ist. Also, Facebook ist ja was Tolles. Sprich, irgendeiner postet etwas und Gott und die Welt schreibt seinen Senf darunter. Weil Facebook ist ja mittlerweile was Aktives, wo man sagen kann, da geht ja was. In dem Moment, wo aber Gott und die Welt seinen Senf darunter schreibt, könnte ich auch sagen, okay, das ist anscheinend für unsere Regierung und Medienmenschen, also auch Medienmacher, so eine Art kostenlose Meinungsumfrage. Also was würde passieren, oder sprich, wir schreien ja wirklich laut unsere Meinung. Wir sagen, was wir denken, und sie können immer mit jedem neuen, was sie da reinposten, ja sich praktisch uns anpassen. Sie können uns richtig austesten, auf was wir reagieren und was nicht. Wie so eine Art Schulungsprogramm. Was würde mal passieren, wenn wir zum Beispiel zwar Berichte posten, die uns bewegen, aber keiner würde was drunter schreiben? Denn ich glaube, ein Volk, das still ist und schweigt und nicht mehr laut ausspricht, was es denkt, aber trotzdem im Hintergrund sich unterhält, also so von Angesicht zu Angesicht, aber das nicht so mehr kontrollierbar ist. Ich glaube, das würde, wenn man das mal ein paar Wochen, sagen wir mal so einen Monat durchziehen würde, ich glaube, das würde den Medien und denen da oben ganz schön Angst machen. Denn solange wir laut schreien, sind wir hörbar, sind wir kalkulierbar, man hört uns schon von weitem. Was würde passieren, wenn wir mal nicht mehr schreien, wenn wir mal nichts mehr sagen, sondern einfach nur schweigen? Ich glaube, die kriegen da oben die Krise. Dann hätten die Angst. Sprich, wenn wir die Angst, die man uns macht, einfach mal umdreht, was passiert dann? Naja, ich meine, Schweigen ist sicher auch ein durchaus wirksames Mittel. Auf der anderen Seite, ich glaube, jetzt geht es noch viel mehr darum, dass die Menschen sich ihre Stimme wiederholen und einmal aussprechen, was Sache ist, weil das ist bei sehr, sehr vielen versteckt. Sehr, sehr viele haben Angst. Ich habe ja diese Aktion auch genutzt, nicht, dass ich dann zum Beispiel über Facebook das veröffentlicht habe und gesagt habe, ich zahle das sicher nicht. Aber wer Lust hat, ein bisschen für Ärger zu sorgen und unbequem sein möchte, der könnte ja gerne an die Bezirkshauptmannschaft schreiben und vielleicht einen kleinen Betrag zwischen 10 Cent und 1 Euro einbezahlen. Also das war durchaus auch recht lustig. Laut meiner Aufzeichnung waren das doch über 50 Menschen, die da einzelne Beträge einbezahlt haben. Aber auch da waren viele, die zum Beispiel keine Überweisung von ihrem Konto tätigen wollen, sondern die das dann halt einfach anonym in ein Briefkuvert gesteckt haben.
ist auch für mich wieder was, wenn man denkt, aha, okay, ja, stimmt, kann auch sein, dass jemand nicht möchte, dass sein Name aufscheint. Aber du, ich meinte jetzt einfach nur so, so sich ja unterhält und wirklich seine Stimme wiederholt. Aber da in diesen öffentlichen Medien wie Facebook, da mal wirklich Stille herrscht, ich glaube, das wird die fuchsen. Und was du gerade sagtest mit dem Geld, das erinnert mich an jemanden, der hatte auch eine Strafe zu zahlen, und zwar ein Bußgeld wegen, ich weiß nicht mehr, Falschparkens oder zu schnell fahren, irgendwas war. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat den Betrag bezahlt. In einzelnen Pfennigen. Also stell dir jetzt mal deinen Betrag vor in Pfennigen. Ja, absolut, absolut spannend. Ich glaube, beim nächsten Mal werden wir es so machen, ja. Was. Ja, das sind dann eh genau diese Möglichkeiten, wie man zumindest seinen Unmut in deutlichen Zeichen ausdrücken kann, ja. Und das, was ich jetzt einfach auch aus den Gesprächen mit den Polizisten herausgelesen habe, und da möchte ich wirklich also dann ganz, ganz eine große Wertschätzung aussprechen. Das war wirklich super mit den beiden. Also, sie haben mir auf der einen Seite wirklich leid getan, dass sie jetzt diese Rolle übernehmen müssen. Auf der anderen Seite waren es doch einige Stunden, die wir miteinander verbracht haben und wo sehr viel Interesse da war, auch sehr viel Neugier über gewisse Themen, die bei Ihnen halt noch nicht so angekommen sind, andere wieder, die Sie sehr wohl bewegen. Und die Botschaft, die mich auch sehr berührt hat, war die, dass Sie gesagt haben, wir spüren schon, dass das brodelt. Überall, ja. Ja, ich sag ja, wie du sagtest, es spürt man schon, dass es überall brodelt. Ja, die Zeiten haben sich geändert, absolut. Und das sieht man, wenn man nur ins Internet schaut, dass Menschen immer mehr auf die Straße gehen, weil irgendwo vielleicht doch das Nein vielleicht doch mehr spürbar ist zu sagen. Ne, es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren und da kann sich keiner vor verstecken. Ich finde, das ist eine verdammt nochmal wichtige Verantwortung auch, diese Zeit zu erkennen und nicht mit irgendwie Machtgehaber und Gewalt gegen etwas, vor allem gegen diese Menschen vorzugehen, sondern lieber das zu analysieren und wirklich in die Kooperation der Gesprächsbereitschaft hereinzugehen. Ganz wichtig, finde ich. Naja, und irgendwann einmal, das glaube ich, wird nicht mehr sehr lange dauern, wird einfach die Frage sein, für oder gegen die Menschen, ne? Da muss dann wirklich jeder für sich entscheiden, auf welcher Seite er stehen möchte. Ja, diese Frage ist zwangshaft irgendwann mal im Raum gestellt. Ganz klar, es ist nur die Frage, wer kann man auch sagen, wer gewinnt? Das Geld, die Macht oder wir normalen Menschen? Kann man sehen, wie man möchte. Ne? Die Definitionsfrage, wenn der Staat versteht, was eine Republik Österreich bedeutet, was er offiziell demokratisch und vor allem neutral sein sollte, man muss das mal hinterfragen dürfen. Auch was in der BRD ist, man darf das und man muss das hinterfragen. Man sollte das tragfähig machen, diese Thematiken. Und das ist auch eine Verantwortlichkeit der Medien. Ich finde es schön, dass der ORF zum Beispiel jetzt sagt, dass er gerne darüber einen Bericht bei dir machen möchte. Finde ich eine ganz tolle Sache. Das ist auch eine Aufgabe, so glaube ich, dass die Medien auch dieses einhalten sollten, die Öffentlichkeitsarbeit. Ja, also muss sagen, gerade bei dem Freilerner-Thema haben wir da in den letzten Jahren schon also eine Veränderung auch bemerkt. Am Anfang ist es mehr so belächelt worden und als sehr exotisch dargestellt worden, wenn wir denn einmal einen Artikel hatten, aber gerade in den letzten 2 Jahren ist eigentlich viel berichtet worden und viel erschienen und erst jetzt wird dieses Thema, also der Konflikt mit den Behörden und vor allem die absolute Weigerung, da wirklich konstruktive Lösungen zu erarbeiten. Also das kommt jetzt auch an die Öffentlichkeit und das ist einfach sehr, sehr notwendig. Ja, gibt es weitere Anregungen, Fragen? Einfach in den Wartenbereich reinkommen. Vielleicht habt ihr auch eine Meinung und Statement dazu. Herzlich willkommen. Wartraum, ein Doppelklick und ihr seid dann direkt bei uns. Ja, Joya, ich übergebe dir. Du hast bestimmt noch einen Song auf deinem Player, oder? Ich habe sicher noch einen Song, möchte aber eigentlich ganz gern noch ein bisschen detaillierter einfach so die Fakten erzählen. Wie läuft sowas also genau ab? Weil, also eins ist mir auch klar und das sage ich jetzt einfach einmal so als Vorstellung und Idee, ja. Nur mal vorgestellt,
Wenn so eine Verwaltungsstrafe kommt, sei es jetzt wegen Radar oder Falschparken oder eben wie in unserem Fall Verletzung Schulpflicht, das sind ja alles keine großen Beträge. Ja? Funktionieren tut es aber deswegen, weil die allermeisten einfach einzahlen. Spätestens bei der ersten Mahnung wird dann einbezahlt, das kostet ja dann auch ein bisschen mehr. Aber jetzt, nachdem ich es durchgespielt habe, ja, weiß ich, die ursprüngliche Strafe, die ich im Jahr 2012 vorgeschrieben habe, waren 110 Euro. Ich habe die gesamte Beeinspruchungs-, also Prozedur durchgemacht. Es hat nichts gekostet, außer halt Briefe schreiben. Und das, was dann am Endergebnis, also mit allen Mahnkosten und Verfahrensgebühren rausgekommen sind, waren 135 Euro. Also letztendlich jetzt nicht wirklich so viel mehr. Es hat halt Zeit gekostet und Nerven und Papier, aber also der Aufwand war es mir in dem Fall dann schon wert, um zu sehen, was passiert dann. Ne? Dann diese 135 Euro aufgerechnet auf 24 Stunden, dann diese vielen Menschen, die da die kleinen Beträge einbezahlt haben. Und zum Schluss muss ich auch meinen Kollegen vom Kreditopferverein ein Dankeschön aussprechen. Die haben nämlich dann, als ich also angekündigt habe, jetzt könnte es dann bald einmal soweit sein, dass ich für ungefähr, weiß ich nicht, 18, 19 Stunden weggesperrt wäre. Die haben dann gesagt, nein, das ist es ihnen nicht wert. Sie werden jetzt aber noch einen größeren Betrag einzahlen, damit sie nicht meiner Arbeitskraft beraubt werden. Ja, wir, die haben morgen eine Pressekonferenz, die wird auch hier live übertragen. Also bitte unbedingt auch wieder zuschalten ab 18 Uhr. Ja, auf jeden Fall war es mir trotzdem wichtig, es soll ein Rest offen bleiben, weil ich einfach wissen wollte, was passiert dann. Und das habe ich dann eben gestern erlebt. Also wenn man sich nicht freiwillig bereit erklärt, diese Restbeträge einzubezahlen, dann gibt es irgendwann einmal von der Bezirkshauptmannschaft an den zuständigen Polizeiposten einen sogenannten Vorführauftrag. Da versucht dann die Polizei trotzdem immer noch als allererstes das im Gespräch zu lösen und zu sagen, na bitte, kommen Sie, zahlen Sie das ein, das zahlt sich ja nicht aus und so weiter und Sie kriegen nur Schwierigkeiten. Also wieder so dieser Versuch, einfach das gütlich damit zu lösen, dass halt der angeblich Beschuldigte oder zu Bestrafende einlenkt und dann halt das einzahlt und fertig, ne? Ja, und das ist uns dann eben gestern passiert, ganze Family zu Hause. Und die zwei Polizisten waren da. Wir haben mit denen auch schon vorher mal Gespräche geführt. Also grundsätzlich haben wir uns wohlwollend einmal begegnet und haben sie dann auch reingebeten und haben ihnen die ganze Sache halt einmal so dargelegt. Und ja, war dann aber einfach auch irgendwie ganz klar, trotz allem Verständnis, das sie haben, sie müssen jetzt ihre Weisungen durchführen, weil sonst bekommen sie selber Schwierigkeiten. Also da führt einfach kein Weg dran vorbei, dass ich jetzt entweder bezahle oder diese verbleibende Zeit absitze. Ja, und dann haben wir halt eine Zeit lang recht angeregt und wirklich sehr interessante Gespräche geführt. Den beiden ist dann klar geworden, es gibt von mir kein Geld, also machen wir das, ne? Und dann haben wir eh noch mit viel Scherzen und so weiter gesagt, also die verbleibende Haftstrafe wird dann erst im Polizeianhaltezentrum noch einmal abgerechnet. Und wir fahren jetzt aber los und der Zeitpunkt der Ersatzfreiheitsstrafe gilt von dem Zeitpunkt ab, wo ich also bei mir zu Hause ins Auto steige. Ja, und das war dann gestern eben um 11 Uhr. Dann sind wir zuerst noch einmal zum Posten da in Straß gefahren, haben dort das Festnahmeprotokoll ausgefüllt. Dann hat er in Graz angerufen, weil bei uns in der Südsteiermark gibt es kein eigenes Polizeianhaltezentrum. Muss man vielleicht dazu sagen, für die, die es nicht wissen, also es gibt unterschiedliche Arten von Gefängnissen, die wirklich den wirklichen Strafvollzug und dann eben nur diese Anhaltezentren, wo halt so diese kleineren Täterinnen, wie ich zum Beispiel, ja, also nicht mit den Schwerverbrechern gemeinsam, sondern extra verwahrt werden. Dazu war es halt notwendig, dass wir dann nach Graz fahren, ist doch eine, doch 50 Kilometer Autofahrt von einer Dreiviertelstunde. Da haben sie mich dann hingebracht und wie wir dann dort waren, natürlich noch wieder ein bisschen warten, dann wieder alle Zetteln zusammensuchen und die genaue Abrechnung machen. Dann bin ich endlich in den Frauentrakt geführt worden, habe es dann auch wirklich erlebt, dass hinter mir die Gittertüre zufällt.
Die Dame dort war auch ganz nett und wieder Computer und wieder Zetteln ausfüllen und Aufnahmeprotokoll und so weiter. Naja, und wie wir gerade da dabei sind, bekommt sie den Anruf und sagt, es sind noch so viele Zahlungen eingegangen, dass jetzt schon wieder zum Entlassen ist. Also letztendlich war ich dann dort von 11 Uhr bis 12:50 Uhr und bin aufgenommen und gleich wieder entlassen worden. Aber alle waren gut beschäftigt und ich habe es erlebt, wie es dann tatsächlich ist, ja. Ja, so kann man auch ja, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen machen. Ne? Ich sage ja, ne, da ist ein Schicksal dahinter, eine Person. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, ist es dann wirklich die Frage zu stellen für einen schönen Steuerzahler, so einen hohen Aufwand jetzt bei dir zum Beispiel überhaupt durchzuführen. Diese Frage sollte man mal beantworten. Wenn man eine Umfrage, glaube ich, macht im Volke, so sage ich mal. Glaube ich, dass das Volk sagt, na, muss nicht unbedingt dieser Weg sein, vielleicht gibt es auch andere Wege. Nein, vor allem die Kosten-Nutzen-Rechnung, die geht ja nicht auf, ne? Also ich meine, wem ist jetzt gedient? Also was ist da jetzt genau gelöst worden? Nämlich nichts, ne? Also das ist für mich auch so eine Unglaublichkeit, wo ich einfach denke, wer will denn das? Wer will das wirklich? Wer beauftragt das? Wer heißt das gut? Also ich kenne ganz ehrlich niemanden, der sagt, er findet das richtig. Ja, für mich ist das ein systematisches Verbrennen letztendlich von unseren Steuergeldern auch, ne, wovon die Beamten und das Benzin und was auch immer an Unkosten dann entstanden sind, eigentlich zum Fenster rausgeschmissen werden letztendlich, ne. Die Frage ist, ist es sinnig? Und für mich ist das nicht sinnig. Naja, und die nächste Geschichte ist einfach die, dass ich mir da schon überlege, was wäre, wenn das wirklich alle machen oder zumindest viele, ja? Was ist, wenn nicht beim ersten Strafzettel gleich einmal 99 von 100 einzahlen, sondern die lassen den einmal liegen? Dann kommt die erste Mahnung, dann kommt die zweite Mahnung, dann kann man mal einen Einspruch hinschicken, dann muss der beantwortet werden. Dann dauert es ungefähr ein Jahr und drei Briefe, bis dann irgendwann einmal kommt, jetzt zahlen Sie aber oder treten die Ersatzfreiheitsstrafe an. Also man bekommt ja sogar noch die Einladung, dass man freiwillig sich in dieses Polizeianhaltezentrum begibt, um die Strafe zu verbüßen. Ja, also das geht auch noch. Und immer hat man bis zuletzt die Möglichkeit, tatsächlich einzubezahlen. Das möchte ich auch noch dazu sagen, ja. Also falls irgendjemand einmal Lust hat, das auszuprobieren und zu schauen, was passiert denn, wenn ich nicht zahle, ja, ihr könnt es einfach spielen, solange es euch gut geht damit und irgendwann einmal dann halt sagen, okay, und jetzt zahle ich. Oder jetzt zahle ich einen Teilbetrag und in einem Monat wieder und lass mich wieder mahnen und lass mir wieder die Polizei schicken zum Eintreiben, ja. Also was man da an Beschäftigung erzeugen könnte, wenn man es einfach einmal ein bisschen gezielter macht und in größeren Stil. Und man sagt, vielleicht braucht es das, vielleicht muss das notwendig sein, dass die Leute einfach so Stück für Stück immer mehr verweigern, bis irgendwann einmal der Verwaltungsaufwand nicht mehr geht, ja? Weil die Polizei hat ja gleichzeitig auch das Problem, dass dort gespart wird an allen Ecken und Enden, ja? Das haben sie uns gestern auch erzählt, da wird jetzt wieder Posten zusammengelegt, wieder Posten gestrichen. Ja, die haben ja auch was Besseres zu tun, als ständig irgendwelche säumigen Zahler zu besuchen und Gelder einzutreiben, ne? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, sicherlich, ne? Man sollte mal ein bisschen ungehorsam sein dürfen, wenn man das verstanden hat, die Botschaft von dir. Ja, warum nicht? Ne? Vielleicht machen wir das mehr. Das ist jetzt nicht der Aufruf, sondern das muss ja jeder in seiner Eigenverantwortlichkeit auch für sich entscheiden, überzeugt sein. Natürlich, wie gesagt, also das ist jetzt nicht der große Aufruf zur Revolution, aber einfach wirklich einmal zu diesem unbequemer werden und nicht immer gleich ja sagen und brav einzahlen. Letztendlich läuft es überall nur aufs Zahlen. Das ist auch so eine Wahnsinnigkeit, die mir da bewusst worden ist. Also über Geld und Eigentum sind die allermeisten Menschen erpressbar, ne? Leider, leider. Ja, aber wie gesagt, da hat so jeder seine Zugangsweisen. Ich will auch überhaupt nicht sagen, dass das, was ich da jetzt gemacht habe, das Richtige ist. Es
Ist auch die Frage, was hat es tatsächlich bewirkt? Für mich war es einfach eben, wie gesagt, wichtig, diesen Schritt einfach zu tun, diesen Weg bis zum Ende durchzugehen und einfach die Erfahrung auch zu machen. Ja, und dazu habe ich jetzt ein Lied, das wir spielen. Falls noch jemand zu uns kommen möchte, kann er schon in den Warteraum kommen. Und jetzt gibt es von der Nena ein wunderschönes Lied. Ja, und an dieser Stelle möchte ich einmal ein ganz, ganz herzliches Danke an alle die aussprechen, die mich, uns auf diesem Weg bisher begleitet haben, weiter begleiten. Es ist einfach auch schön zu wissen, dass viele dabei sind, viele das mittragen. Und ja, wir könnten es nicht so tun, wenn ihr nicht wärt. Ja, Joya, das stimmt. Und du hast auch eine ganze Menge hier bei OKitalk schon bewegt, allgemein in der Gesellschaft bewegt. Also Hut ab vor deiner Person, dein Menschsein. Ich finde das hochachtungsvoll, wie du auch was anderes vorlebst und auch das Wort für dich genutzt hast, Nein mal zu sagen. Finde ich toll. Ja, wobei für mich die große Herausforderung die ist, dieses Nein liebevoll und bestimmt gleichzeitig zu sagen, ja. Also ein Nein, das ich nur aussprechen kann, indem ich gewalttätig wäre oder aggressiv, das ist für mich nicht das Richtige. Ja. Es muss wirklich ganz, ganz tief von innen kommen und dann gibt's da auch keine Frage mehr, ja. Na, natürlich, die Aggressivität, die muss man immer außen vor halten. Das, wie du das sagtest, die Polizeibediensteten genauso. Es war ein schönes Gespräch. Sie sind nur die ausführende Organ, das, was sie halt tun müssen. Na, deswegen kann der Bedienstete ja gar nichts dafür und er macht halt seinen Job. Es geht ja um das zu erfassen und zu erkennen und nicht mit aggressiven Tönen, das bringt kein gar nichts weiter. Und dann macht es auch keine Freude mehr, oder Freude, Spaß oder wie man es sagen soll, ich sag mal, der richtige Weg ist, Augenhöhe Kommunikation zu suchen. Ja, und ich meine, die machen sich ja auch ihre Gedanken und die führen ja auch ihre Gespräche, ne? Also letztendlich ist das auch ein Sozialbeitrag, den ich leiste, dass ich da sehr viel an ja, Hinterfragen auch anrege und Weiterbildung vielleicht auch für die involvierten Beamten, weil es ist schon immer wieder sehr deutlich, dass sie nicht wissen, wie sie reagieren sollen mit Menschen wie uns, ja. Ja, es ist ja auch eine andere Bewegung mittlerweile geworden. Die Zeiten haben sich irgendwo auch geändert. Ich sag ja, ne, 1960, 70, 80, vielleicht noch 90er Jahre, da hat man schon den Abwärtstrend sichtbar gespürt und auch körperlich schon gespürt. Die Zeiten sind in Deutschland schon 1990 nach unten hingegangen. Und ja, ich sage immer so schön, was wir geschaffen haben, sollten wir versuchen zu erhalten, zumindest was der Nachhaltigkeit der Gesellschaft gut tut, ist leider nicht geschehen und deswegen ticken die Uhren heute im Jahre 2014 so. Ja, und ja, wir werden oft geblendet von vielen, vielen Dingen, der Konsum und das Geld und was auch immer, statt mal sich ans Menschsein zurückzuerinnern. Ne, der Luxuswahn und das Ganze, das ist ja gar nicht wirklich das Notwendige, macht das Leben vielleicht manchmal schöner, aber ist das das Leben letztendlich? Ja, wir wissen, die Gesellschaft ist eingeteilt zwischen Arm und Reich und die Armen sind mehr, so sage ich mal, wie die Reichen, das wissen wir auch. Und eine Gesellschaft kann nur dann funktionieren, wenn eine gewisse Schwingung beidseitig ist, aber nicht das Extrem. Eine Extremität, was ist was Extremes, kann eigentlich nur Schaden anrichten und nicht eine Verbindung miteinander, so glaube ich. Natürlich. Und das, was wir halt schon auch bedenken sollten, und das ist mir gestern auch wieder sehr bewusst geworden, wir haben noch die Möglichkeit für solche Aktionen. Wir haben noch die Möglichkeit, in gewisser Weise Nein zu sagen, ja. Sehr, sehr viele Länder auf dieser Welt, da könnte so eine Aktion niemals starten, ja. Da würden die schon ganz anders auftreten, beziehungsweise da gibt's einmal gar keinen Papierkram und keinen Justizweg, sondern da gilt sowieso nur Faustrecht oder es kommt sowieso gleich die Miliz und im schlimmsten Fall kriegst du da nichts mehr zu essen oder wirst vertrieben oder was auch immer, ja.
Ich glaube, das ist auch die Verantwortung, die wir haben in dieser westlichen Zivilisation. Wir können das noch tun, ja. Menschen in Afrika, die ums reine Überleben kämpfen, die können das nicht machen. Und letztendlich ist das ein weltweites Phänomen, ja, das wir da gerade erleben. Also da, das ist mir schon auch bewusst worden, dass wir da noch ein sehr großes Glück haben, überhaupt noch so agieren zu können. Und wer weiß, wie lange das noch ist, ja. Das sollte uns allen mal ein bisschen bewusst werden, ne? Wie lange kann das, wie das noch funktionieren und laufen? Ganz klar. Vielleicht schaffen wir den Durchbruch, dass wir das in unserer Gesellschaft mehr etablieren, hinzuschauen. Oder, wie gesagt, es werden auch andere Wege vielleicht auf uns zukommen können. Ja, wobei ich bin grundsätzlich zuversichtlich und ich freue mich auch zu sehen, wie viele, viele Bewegungen sich jetzt auch immer mehr vernetzen, zusammentun. Es sind eh schon, also ich glaube, ganz, ganz wenige Menschen können jetzt noch so die Augen verschließen und wirklich komplett verneinen, dass es einfach den Höhepunkt sich schon, vielleicht hat es den Höhepunkt schon überschritten. Also ich kann das gar nicht genau sagen. Ist auch letztendlich nicht wichtig. Das erlebt dann wahrscheinlich eh jeder so in seiner eigenen kleinen Realität. Ja, unsere kleine, schöne Welt. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, gehen wir schon Richtung Sendungsausklang. Falls noch jemand zu uns ins Studio kommen möchte mit einer dringenden Frage, bitte jetzt, das wäre gut. Ansonsten werden wir anschließend noch ein bisschen in den Talkraum oben einfinden, falls jemand noch ohne Livestream sprechen möchte. Es passiert natürlich auch sehr viel im Hintergrund, so wie die Anja gesagt hat. Also es ist bei weitem nicht alles, was kommuniziert wird. Das finde ich auch immer wieder schön zu sehen, wo so die Wurzeln schon sprießen und irgendwann einmal wird es vielleicht auch ganz, ganz schnell gehen, dass das kippt. Und dass wir uns alle wieder besinnen, dass wir alle wieder, ja, über Nacht vielleicht sogar ein wenig gescheiter werden. Damit haben wir unseren Schluss schon vorweggegriffen, ja. Wie gesagt, es gibt ganz viel zu tun, am allermeisten in uns selbst. Und dazu kann ich nur immer wieder ermutigen und sagen, es lohnt sich auch. Und es gibt in gewisser Weise kein Zurück. Es gibt nur ein Vorwärts. Es gibt ein Wachsen und ein Reifen. Und ich glaube, es ist notwendig, dass wir alle wirklich auch diese Kinderwelt verlassen, in unser erwachsenes Verantwortungsbewusstsein kommen und ja, die Dinge anpacken, die zu tun sind. Und damit, glaube ich, könnte man schon fast das Schlusswort stehen lassen, oder? Ich glaube schon. Ja, dann danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und bis bald wieder mal. Zum Schluss hören wir noch Welcome to Freedom.